Willkommen bei den Europäischen Literaturtagen 2017. Begegnungen mit Literatur, Begegnungen in der Wachau. Vom 16. bis 19. November treffen sich bereits zum 9. Mal internationale Autoren und Literaturexperten hier im Klangraum Minoritenkirche Krems sowie im Schloss zu Spitz an der Donau, um neue Bücher vorzustellen und sich aus ihren literarischen Blickwinkeln über drängende Fragen unserer Gegenwart auszutauschen. Erlesenes. Literatur, Gesprächskultur, Weinverkostungen und Kulinarik nach Rezepten in einem Roman. Das alles verbunden an einem Samstagabend im Schloss zu Spitz. Gerwig Ebkes stellt internationale Autoren und ihre Bücher vor. Poesie in Rätoromanisch und Deutsch, die längst Kult ist, norwegische Erzählkunst über die Liebe, preisgekrönte Gesellschaftssatire aus Großbritannien und einen Roman über Bukarest, der von Witz bis Poesie alles bietet. Jetzt haben wir Hanna Ørstavik. Bitteschön. Ich frage auf Deutsch und Anna antwortet auf Englisch. Yes. Ja? Okay. Kannst du anzeigen, falls jemand nicht Englisch? Ja, und wenn Sie das mit dem Englischen, also ich würde immer so einen Kopfhörer nehmen, weil dann kriege ich noch mehr mit, als ich schon weiß. Wie kann man sich da hinten holen? Also ist gar kein Problem. Ne? Naja, also ich hätte da keine Hemmung. Wir haben ja dann gerade schon einiges über Liebe gehört und das dazwischen muss man aushalten. Dieser Roman heißt Liebe und Liebe hat ja wirklich zwei Seiten, eine glückliche und eine traurige. Und dieses ist in dem Roman eher eine traurige. Also insofern haben wir so ein Wechselbad der Gefühle. Man kann das mit Humor machen, man kann das aber auch sehr intensiv machen. Und das macht Hanna. Aber zuvor zog im Alter von 16 Jahren nach Oslo hin, habe ich gelesen. Mit 16 ist man in Norwegen auch noch nicht volljährig, ne? Also ist I don't know if I really understood you, but I think you asked if I moved to Oslo when I was 16. Yeah, yes. Yeah. Yes. And then you went to Oslo. You moved to Oslo. Yes, yeah. Because I grew up in the very far north of Norway, in Finnmark, where the Samis are, you know, north of Finland, next to Russia. So the closest really big town was Murmansk in Russia. But of course it was in the Cold War period, so we were afraid of the Russians. And this is the reason why you moved to Oslo? Because we were afraid of the Russians, no, I guess. I was 16 and there were no high school, no gymnasium where we lived. So my mother, who hated to live up north, she finally, after 20 years, saw the golden opportunity to bring the family to the capital. Hmm. So you were not alone, it was your family? Or yes, yes, my this whole family. This was my question, because I thought... Oh, yeah. No, very, I didn't... Very, very early grown up, yeah. Yeah, no, I didn't go alone. Yeah. No, but this novel is...
This novel is set in a landscape that to me is that of the far north of Norway. But before we talk about this, between 1985 and 1994, what happened? Because I only this is on what level? Whatever you want to know that the public want, is you want to know. Well, I just grew up. I was 16, and then I got 24, and then I published my first novel. Well, I finished high school, and then I studied at the university. Sociology, French, blah, 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 blah. This is boring. I'm not funny as my previous partner. I was going to be a psychologist, and I waited for 1 year, and then I took one first year and to prepare to kind of to get accepted into the Schlange, into the queue of waiting to get on, and then I did other things, because then I had to go back to the university to study for another 6 years. So I did, first I did drawing for 1 year, and then I did drama and theater, and then I did writing. And that fall I wrote my debut novel. I didn't know I could write, and I never kind of dreamed to be a writer, because I didn't. No creative writing, nothing. That was actually creative. That was the writer's school of Norway where I went that last year. But I still kind of thought that I was going to be a psychologist. And then I sent my manuscript to the publisher, and then I got this letter back: we would like to publish your novel. And at the same time, more or less, I got the letter from the university: finally, we have a place for you. And then I felt really that I had to choose, and this kind of, I think that becomes, well, now I have written 13 novels, and it's so strange, because when I look back in my old novels, the new ones didn't exist at that time. So it, in a way, it's just like those worlds didn't exist, but now they do. And then you don't want to die, because you have to do it again. You have to make that world. Because to me, I really think literature is what kind of, I always talk about it as a room, as a space for existence that makes layers, all the layers that we really explore as humans, they kind of become shareable, and not in an intellectual way. At least that's kind of my, literature is kind of to be there and to experience it as in that place. You are in that place when you read. And when I read the novels who are translated in German till now, the three novels, the titles are, I must look them up, is Als ich gerade glücklich war, As I Was Lucky. Yeah, but that's a terrible title. That does not, it doesn't correspond to the, I think the Norwegian title directly translated would be like genau wie war als ich wirklich bin, als ich wirklich glücklich war. Yeah, huh? And then the German translation is als ich gerade glücklich war. Ah, okay. So, und die Pastorin, yes, and now this is a Liebe. Yeah, Liebe. Then I think you are an expert for relation for two people. Why? Do you think the pastorin is? No. It is always this novel here is between a mother and a little boy. Mm. The story When I Just Was Lucky, it is between a mother and the daughter. Well, I just was lucky. That is so terrible. Yeah. Yes. Okay. Yeah. And the other one, this die Pastorin. Yes, she's a priest. Yeah, it's a friendship.
between her and the woman? Yeah, well, I think, well, I don't agree at all to be described as a kind of two. I think I'm kind of much more of a kind of an existentialist writer who opens the possibility of being together and alone. And the pastorin, that's a priest, and she is kind of responsible for a whole bunch of people. And I also think that my novels are a lot about the relationship, kind of the relationship you have to yourself and the relationship you are able to have with others and the kind of what happens there more and more, I think. So, yeah. But in this novel, it's the third novel I wrote, so it's 20 years ago I started to write it. I started to write it when my daughter was newly born, and now she's 22 and has moved away. So it's an old novel, but it's really about, I think that having a child made me not only focus on having a baby, but it really kind of teared open my own childhood. Mm-hmm. So this book takes place in the north, in the very north of somewhere where it's snow, and it's about a mother and a boy, and it's the night before he has his 9-year-old birthday. He's going to become 9 years old, and it takes place after work, after school. I think it's a Friday night. I also always think it's a Friday night. People and expect something. And he's kind of looking forward to his birthday. And I think that's, in a way, as a child, when do you feel? I mean, and two novels after this, I wrote a novel about Christmas. And I think that when you're a child, I think birthday and Christmas, they are the two times a year when you feel that you are entitled to expect something for yourself. In this novel, this little boy has a distance to his mother. The mother has a distance also to the boy, because the boy, she said that the boy wants his distance. And this distance make the sad situation. Well, I don't know if she say that he wants this distance, but the novel is, they go out into the night, each on their own. I will read from the first chapter afterwards, and that is kind of the chapter when they are kind of inside the house together, and then they go out into the night. He goes out first to sell lottery for the local sports team, where they just moved there, so they're that little unit of mother and daughter. They are quite new in this place, he goes out to sell lottery, and his mother takes a bath and wants to go to the library in this tiny. It's smaller than Spitz. I mean, it's really small where they live, and the library is closed. So, but there is a fun fair or a tivoli out in the snow next to where the library is, and she just goes there, and she meets a man, Tom, who is working at the library, at the tivoli, and she spends the night with him. So it's a novel about the journey of the two of them into that evening and night. Yeah. But there is a misunderstanding between them, between the mother and the boy. The boy is thinking that his mother is still at home,
And she is thinking that she is old. She is at home. He is at home, and so she can go out. This is a misunderstanding, because really they do not talk very much together. No, and then they kind of, yeah. So it's a tragic misunderstanding. Yes. Yeah. Okay. Let us hear a little bit from the text, please. I will read the first chapter. So. And I think Irina Vrun has made a beautiful translation. That is to be said. Når jeg blir gammel, skal vi reise av sted med toget, så langt det bare går an. Se ut av vinduet på fjell og byer og sjøer, snakke med folk fra fremmede land. Være sammen hele tiden, aldri komme fram. Det går med 3 bøker i uken, ofte 4-5. Helst skulle hun ha lest hele tiden, sittet i sengen under dynen med kaffe, masse røyk og en varm nattkjole. Hun kunne ha kvittet seg med TV-en også. Jeg ser jo aldri på den, tenker hun, men det hadde vel ikke gått for Jon. Hun svinger til side for en gammel dame som vagger av gårde og drar en grå trillebag på den islagte veien. Det er mørkt. Det er brøytekantene som henger over veien og skygger for, tenker Vibeke. Så oppdager hun at hun har glemt frontlysene og kjørt nesten hele veien hjem med mørklagt bil. Hun slår dem på. De hadde om det på skolen i dag. Snøkrystaller heter det. Ingen er helt like. Hvor mange kan det være i en snøball? Eller på vinduet, i en liten flekk med snø? Takk. Eigentlich wollte ich ja gar nicht, dass sie nach der Lesung jetzt schon von der Bühne geht. In dieser Novelle gibt es einen Satz in der Stelle, die sie gerade vorgelesen hat: Jon, bitte streiche mir über das Haar. Und ich glaube, das ist der Satz, der die Atmosphäre zwischen den beiden, zwischen Mutter und Sohn, sehr gut darstellt. Beide haben wirklich einen unglaublichen Wunsch, zusammenzukommen und zärtlich zu sein, aber das funktioniert einfach nicht. Und man liest diese Geschichte, und insofern wirklich, ich kann nur sagen, lesen Sie sie, ist ja auch nicht ganz so lang, aber sie ist so intensiv. Und die ganze Zeit lesen Sie diese Novelle und wollen nicht, dass es darauf hinausläuft, was Sie die ganze Zeit ahnen. Wie es dann ausgeht, sage ich Ihnen nicht. Aber es ist wirklich eine von einer Spannung, die ist kaum erträglich. Und auch die Beziehung ist, also man möchte immer hin und sagen, hey, vielleicht mal so, vielleicht mal so. Wie andere Leute bei uns wahrscheinlich auch gerne mal sagen würden, mach's doch mal so und mach's mal so. Also es ist eine wirklich ganz tolle. Und ich möchte ein Kompliment an den Verleger machen. 20 Jahre nachdem diese Geschichte erschienen oder dieser Roman, diese Novelle erschienen ist, wird sie jetzt endlich verlegt. Das ist eine Großtat. Habe ich das schön gesagt? Sag ja. Hör mal. Also. Schön, bitte, ja. Jetzt könnten wir ja, es kommt ja in der Novelle drin vor, dass sie nach dem Namen gefragt wird. Und sie sagt, ist egal. Mhm. Da habe ich mir gedacht, Mensch, an dem Abend, Sharon, du weißt der Teufel, oh du, mhm. Ich sag's lieber gar nicht, dann krieg ich die gleiche. Autobiografisch. Dann krieg ich die gleiche Antwort. Ja. Genau, ja. Soll ich das sagen? Ja, bitte. Mein Name ist Sharon Dodua Otu. Das kann man lernen. Mhm. Das ist nicht so schlimm. Ja, ja. Aber die Szene ist gut, die Sie da beschreiben. Mhm. Also, dass da eine Frau sagt, ist mir egal. Und ja. Sie sagt, was? Ist dir egal? Kann gar nicht egal sein, kann gar nicht sein. Und so. Also, es ist wunderbar. Man fühlt sich wirklich bei einem Beamten in dem Moment. Ja, ja, genau, genau. 1972 in London geboren und
Eltern kommen aus Accra, Hauptstadt Ghanas, und die studierten German and Management Studies. 1997 Abschluss. Und seit 2006 mit 4 Söhnen, dann sind es auch, glaube ich, nur die Söhne, ne? Töchter kann gar nicht sein, dass die weglassen. Ja, genau, nur. Genau. Ja. Ja, genau. Naja, nur mal nicht positiv. Ja. Wohnen in Berlin. Ja. Machen wir es jetzt mal so. Wenn ich jetzt fragen würde, warum Berlin? Sie haben eine Antwort in dem Roman, wenn es denn autobiografisch ist. Sonst müssen Sie mir erst mal sagen, warum Sie nach Berlin gegangen sind. Ja, das, okay, der Roman ist nicht autobiografisch, genau, nein. Ja. Also warum ich nach Berlin gezogen bin. Ich habe Germanistik studiert in London. Das ist sowieso unüblich, glaube ich. Und in, wenn man eine Fremdsprache in Großbritannien studiert, muss man ein Auslandsjahr in dem Land verbringen, in dem diese Sprache gesprochen wird. Und ich habe Deutschland gewählt. Das war eher Zufall, dass ich Berlin getroffen habe. Und dann war ich total fasziniert von Berlin. Also das war 1995. Das war noch diese Stimmung von Mauer ist gerade runtergefallen, alle waren euphorisch, es war eine sehr günstige Stadt zu leben. Ich hatte in London davor gelebt und war pleite und dann Berlin war so, oh, ich kann alle einladen. So, und ja, ich habe tolle Leute kennengelernt, ich habe der Vater meines ältesten Sohnes kennengelernt und ja, deswegen habe ich dann so, ich habe tatsächlich so eine Hass-Liebe-Beziehung zu Berlin entwickelt. Ich bin immer wieder weggegangen und zurückgekommen. Ja, und dann 2006 bin ich kleben geblieben. Ja. Ja. Ich frage ja jetzt nicht, wie viele Väter sind es dann noch, um Gottes Willen. Nein, nein. Aber wenn Sie das so sagen, nein, nur als Gag jetzt gemeint. Ja. Aber die Geschichte haben wir ja in dem Buch auch. Und wenn Sie, das wäre ja fast die Antwort. Nicht jetzt autobiografisch, aber warum man nach Berlin gehen könnte. Ja. Wenn Sie das lesen, fände ich das toll. Ja. Gleich jetzt. Soll ich jetzt lesen? Ja, sofort. Okay. Ja, klar. Gut. Dann mache ich das. Ich stehe auch auf. Gut. So, die Geschichte heißt Die Dinge, die ich denke, während ich höflich lächle. Das ist die erste Novelle, die ich geschrieben habe. Und in der Geschichte geht es um eine Frau, zufälligerweise eine schwarze Frau, die in Berlin lebt und Kinder hat. Ich weiß auch nicht, aus Großbritannien auch. Und sie lebt in Trennung, sie trennt sich von ihrem Ehemann. Und in der Abschnitt, den ich jetzt vorlesen werde, erzählt sie so ein bisschen davon, wie sie nach Berlin gekommen ist. Und ich lese das jetzt auf Englisch vor, weil das war ja die Sprache, die ich die Geschichte, in der ich die Geschichte geschrieben habe. The year I was born, Auntie turned 23 and her husband died. It was quick, apparently, heart attack. Auntie was shocked and threatened. Albert, her late husband, had been receiving £200 a month from her for the privilege of being married to him. No one had known about that deal beforehand, not even Auntie. But she was resourceful and quick. She had turned her hand to dressmaking and had soon built up a clientele of West African women who were willing to pay very well for the beautiful outfits, for the numerous social gatherings that were constantly cropping up. Auntie was never short of work. And once he saw how well her business was doing, Albert upped his fee to £300. I couldn't believe my ears when Auntie told me these details, but she shrugged her shoulders. That's how it is for women all over the world. My German reading materials were full of white children called Klaus or Liesel. And I honestly thought that I would be the first black person to ever set foot on German soil. And I loved the idea. One small step for man, und so weiter, and all of that. I was on my way to Magdeburg, at least until the wall came down. I followed the whole thing on the BBC during the year I turned 18, and I saw everyone heading west. Berlin was obviously the place to be. And it's just as well that I changed my mind, as that's where I met my husband. Das
ist eigentlich das Schöne an der Novelle, dass sie das immer alles so, diese Probleme, die auftauchen, alle sehr humorvoll erzählen, sodass man viel mehr reinkommt und das annimmt, was sie erzählen, und dass es dann nicht so diese Schwere erhält. Genau, ich finde, wir haben alle genug Gründe zum Weinen oder zum Schimpfen, und deswegen, ich bin eher für mehr Lachen. So. Ja. Ja. Person of Color ist eines ihrer Begriffe, die Sie eigentlich, glaube ich, sogar geprägt haben. Nein, aber ich benutze das gerne. Ja. Sie benutzen das so, dass wir das vorher, also ich habe es vorher nicht gehört. Ah, okay, dann habe ich das geprägt, stimmt, ja. Gut, dass Sie nach Spitz gekommen sind, so konnte ich Ihnen das sagen. Es geht ja vordringlich, also wenn Sie über Diskriminierung oder so weiter sprechen, ich glaube, darum geht es Ihnen gar nicht vordringlich. Vordringlich geht es Ihnen mehr darum, wie komme ich zu einem selbstbestimmten Leben. Genau, ja. Das ist das, was auch mit dem Namen, was wir eingangs gesagt haben, ich glaube, es ist genau das Gleiche. Ich bin eine Person, Name ist eine ganz andere Geschichte. Ja, ja. Und wie, da fällt mir noch was ein, das muss ich noch sagen, weil es gut gefallen hat. Also in der Geschichte ist es jedenfalls so, dass sie einen Mann trifft, der Till heißt, und dann heißt er, und sie sind so... Und die Frau ist so stolz, dass er einen deutschen Namen hat, Peters. Yeah. Dann kommen sie aber darauf, dass das ein ganz großes Kolonialarschloch war, kann man gar nicht anders bezeichnen, in Deutschland, das wissen wir alle. Ja. Ne? Und dann ist das gar nicht mehr so toll, dass der dann gar nicht mehr versteht und sagt, das verstehst du, kannst du auch vergessen, das ist doch ganz was anderes. Es eskaliert dann irgendwann. Yeah. Ich finde, das ist eine ganz tolle Geschichte, dieser kleine Aspekt. Ja. Das war also einfach ein Moment, wo ich versucht habe zu beschreiben, wie alltäglich diese Kolonialgeschichte und so Momente der Diskriminierung in unserem Alltag sind tatsächlich. Und je nachdem, wie wir sozialisiert worden sind, merken wir das oder eben auch nicht. Ja. Auch noch was anderes ist drin, geht es um irgendetwas, das, ich weiß gar nicht mehr, was geschrieben, es geht um was, was geschrieben wird oder sowas, und dann kommt der Satz, die Frage von einer Deutschen dann an die Frau, aber das wird doch wohl nicht auf die Farbe reduziert, nicht? Oder auf die, ah, auf das die, war ein Synchronicity, ja, ja. Ja, ja, das ist auch wunderbar. Ich meine, wenn wir das sagen, meinen wir das da gar nicht negativ, sondern ganz im Gegenteil. Aber natürlich ist das ein Aspekt. Ja. Ohne sie wären wir auch wieder nicht drauf. Also ich wäre nicht drauf gekommen, weil ich hätte gesagt, Mensch, bin ich jetzt toll, sage ich extra, und ich sage, also das ist, also ich glaube, das berührt auf ein Missverständnis. Ich habe lange darüber nachgedacht, weil die Frau, die das gesagt hat, ist meine, also als ich Germanistik studiert habe, hat sie German Conversation mit uns gemacht in der Universität. Und ich habe ja in 97 abgeschlossen, wie sie gesagt hat. Also ich kenne sie seit 92, ne? Also ich habe immer noch Kontakt zu Astrid und ich liebe sie und sie liebt mich sicherlich auch. Und dann hat sie diesen Satz gesagt, auf die Hautfarbe reduziert, und ich war so verletzt und ich wusste nicht, wohin mit dieser Verletzung. Und ich glaube, es beruht auf ein Missverständnis. Ich glaube, oder ich habe wahrgenommen, wenn Menschen versuchen, mich zu beschreiben und gar nicht so gewöhnt sind, mit diesem Vokabel umzugehen und überhaupt Menschen nach Hautfarbe vermeintlich zu beschreiben, dann versuchen sie das nett zu umschreiben. Und wir suchen ein Wort. Und es gibt aber Begriffe und Selbstbezeichnungen, die, also schwarz ist eine politische Selbstbezeichnung und das kann man im Mund nehmen, und das bedeutet nichts Schlimmes. Also ich glaube, die Missverständnisse gerührt auch, wenn wir das benennen, dann geben wir zu, dass wir Rassisten sind oder irgendwie sowas, und oh Gott, das dürfen wir nicht jetzt thematisieren. Aber schwarz bedeutet sehr, sehr viel mehr für mich als einfach Widerstand gegen Rassismus. Das ist viel mit ein Bewusstsein. Es gab in den 60er Jahren in Amerika so Black is Beautiful. Yeah. Also es gab so viele Intellektuelle, die jahrelang gekämpft haben, natürlich gegen Diskriminierung, aber auch für einen positiven Bezug zu der afrikanischen Diaspora. Was gab es alles in Afrika, bevor die Kolonialisierung und Versklavung? Also es ist eine reichhaltige Geschichte. Und viele von uns möchten einfach zurück sehnen und uns diese Geschichte zurückholen und stolz darauf sein, also stolz auf die Kulturproduktion, stolz auf die politische Errungenschaften. Also ich verbinde mit dem Wort schwarz sehr, sehr viel Positives, und ich freue mich, wenn es anerkannt wird, dass ich eine schwarze Person bin, tatsächlich. Ja. Ja. Na, das passt ja dann wirklich, dass es darum geht, um ein selbstdefiniertes Leben zu führen, ne? Und das zuzulassen. Genau. Also ich weiß gar nicht, warum mir das einfiel mit Tucholsky. Keine Ahnung. Toleranz,
ist die Idee, darüber nachzudenken, ob der andere nicht auch recht hat. Und das finde ich, wenn man so an die Sachen rangeht, dann haben wir eine Menge gewonnen. Das ist schön. Ich habe das unglaublich gerne gelesen und ich finde es toll, dass Sie da waren und dass Sie uns einen Teil davon vorgelesen haben und uns erzählt haben. Und irgendwann haben Sie angefangen, auf Deutsch zu schreiben. Ich schreibe jetzt auf Deutsch. Ja. Eine Herausforderung. Ja, das Deutsch ist ja. Deutsche Sprache, das ist schwere für viele Sprache. Eine Herausforderung. Ja, ja. Also ist das gar nicht so einfach. Ja, ja. Ich gratuliere Ihnen. Ja, danke schön. Danke, dass Sie da waren. Ja, vielen Dank. Danke schön. Danke. Dana Grigorcza, bitte auf die Bühne, bitte. Ja, Mensch, ich habe ja heute schon etwas, was, als wir uns unterhielten, etwas von dem verraten, was ich nachher sowieso fragen wollte. Ja. Also erstmal in Bukarest geboren und von wegen Toleranz fällt mir dann auch gerade dazu ein, der Schluss Ihres Romans ziemlich nah dran ist, dass Michael Jackson in Bukarest ist. Nein, das ist nicht der Schluss. Nee, ist nicht der Schluss, aber das ist, also egal jetzt, also sagen wir mal, es ist drin, aber es ist... Wie soll ich da wieder rauskommen, Mensch, das ist furchtbar. Also jedenfalls, Michael Jackson war in Bukarest, ne, ist auf diesem berühmten Balkon und sagt dann, hallo Budapest. Also, und dann sagen die aber, na, das haben wir dann alle noch ertragen, weil wir fanden die dann alle so gut. Ich meine, das ist mehr als tolerant schon, das finde ich ganz toll. Ja, in Bukarest geboren, studierten Deutsch und niederländische Philologie. Das muss man auch erstmal kombinieren wollen. In Bukarest und Brüssel. Ja, ich meine, man hätte es auch in Deutschland machen können, aber nee, Bukarest und Brüssel. Ja, ich wollte eigentlich Arabisch studieren, wie meine Mutter. Also meine Mutter musste Arabisch studieren, weil sie sonst nicht hätte studieren dürfen. Ja. Sie hatte eine ungesunde Herkunft, sie kam aus einer Politikerfamilie, mein Urgroßvater ist Bukarester Bürgermeister gewesen und wir hatten Minister in der Familie und meine Mutter durfte nicht studieren. Aber sie hat es versucht und dann hat man ihr gesagt, wähl doch Arabisch, weil wir bauen den Arabischkurs auf. Der Diktator Nicolae Ceausescu hatte enge Beziehungen zu den arabischen Diktaturen. Er investierte in die Petrochemie und brauchte Öl. Und dann hat sie Arabisch studiert. Und sie hat 25 Jahre in Bagdad und in Tripolis gewohnt. Und für mich war so der Orient, so ja, Tausend und eine Nacht, grenzenlose Freiheit. So, sie hat uns aus Bagdad den ersten Farbfernsehen gebracht. Wir waren die Ersten im Viertel mit einem Farbfernsehen, mit einem Videorekorder, ABBA, Kassetten, Beatles, alle mit arabischer Überschrift, aber kamen aus Bagdad. Und für mich war so diese Idee, wenn ich mal Literatur studiere, weil ich wollte unbedingt Literatur studieren, Philologie, dann wähle ich Arabisch. Aber als ich dieses Kreuz machen musste, als ich wählen musste, kam gerade die Freundin meiner Mutter, die die arabische Dialektologie in Amsterdam studiert hatte, also einen Weiterbildungskurs in Amsterdam gemacht hat, und sie hat mir gesagt, du musst Niederländisch studieren. Das ist deine Sprache, deine Welt, glaub mir. Und ich habe nicht verstanden, warum, aber es hat mich so neugierig gemacht, dass ich es angekreuzt habe. Und seitdem, also ich habe studiert und ich war ganz gut, ich hatte auch Stipendium und aber nach dem Studium habe ich nie mehr jemanden gefunden, der mit mir Niederländisch spricht. Also heute konnte ich wieder Niederländisch sprechen. Aber jetzt mein zweiter Roman wurde ins Niederländische übersetzt.
Und ja, und ich lese ganz glücklich die Rezensionen zu meinem Buch. Ich denke, ja, ich bin in Holland und in Belgien angekommen irgendwie. Es hat so was genutzt. Jetzt müsste ich auch noch dahin kommen, um daraus zu lesen. Ja, ja, klar. Wie ist das, wenn Sie den Roman auf Niederländisch lesen? Das habe ich noch nicht gemacht. Ah. Also ich habe noch keine Einladung. Der ist erst erschienen. Mm. Ja. Dann schauen wir uns nochmal. Das würde mich interessieren. Ja, ich könnte meinen eigenen Roman selber lesen. Ich habe ihn auch gelesen, damit ich lese, also ich auch die rumänische Übersetzung. Ich liebe es, Übersetzungen meines Buches zu lesen. Aber Deutsch dann auch in Brüssel und auch in Holland, oder? Deutsch auch noch? Haben Sie auch da studiert, oder? Ja, Deutsch habe ich in Rumänien studiert. Ja. Ja. Ja, ich habe deutsche Philologie studiert. Wir hatten eine österreichische Familienfreundin, Tante Johanna. Und Tante Johanna war, als sie zum ersten Mal mich besucht hat, war sie 80. Sie kam aus Salzburg, hatte sich in Rumänien verliebt und das muss eine riesige Liebe gewesen sein, weil sie ist dann im kommunistischen Rumänien geblieben. Sie war so eine Dame mit weißen Locken, mit Haarnetz, mit roten Nägeln und immer elegant, so, hat immer so bedacht geredet und sie hat mich, sie ist jede Woche zu uns nach Hause gekommen und hat mich auf einen Spaziergang eingeladen und auf diesen Spaziergang hat sie mir Deutsch beigebracht, so: Schau, Dana, Sterne, Sterntaler. Kennst du die Geschichte und so. Und ich hab Deutsch gelernt mit ihr. Und als ich dann haben meine Eltern gesagt, ja, sie spricht eine fremde Sprache, dann könnte sie auch die deutsche Schule besuchen. Es ist eine lange Tradition in Rumänien, so, dass die Kinder mehrsprachig aufwachsen. Also in Bukarest. Und die Kommunisten hatten aber die französische Schule geschlossen, weil sie ihnen zu bourgeois war. Aber die Deutsche hatte sich gehalten, weil wir eine deutsche Minderheit haben. Und dann kam ich in die Schule und dann hatte ich rumänien-deutsche Lehrer und sie haben gesagt, was hast du für einen komischen Akzent? Ja, aber ich bereue es, diesen Akzent von Tante Johanna verloren zu haben. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Schweizerischen. Ja, das ist sowieso etwas. Ja. In Österreich gelebt, in Deutschland gelebt, in der Schweiz gelebt. Ich meine, das haben sie alle deutschsprachigen Länder durch. Ne? Ja. Weil Schweiz geht ja schon fast in andere Sprachen über. Dauert es noch lange in der Schweiz oder geht es immer anders hin? Ja, weil ich glaube, ich bin angekommen, weil ich habe ja zwei Kinder in der Schweiz, die gehen in den Kindergarten und in der Schule und die Zeit der großen Reisen ist erstmal vorüber. Ich mache Lesereisen und so, aber ich würde den Kindern zuliebe nicht so ein Nomadenleben führen. Ja. Wir reden heute über den Roman Das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit, das haben wir so schön da liegen, ich kann es gar nicht passieren, dass ich den Titel verkehrt sage. Da geht es ja darum, dass eine Rumänin in der Schweiz lebt und sie erlebt einen Bankraub mit. Der ist sehr slapstickartig, finde ich. Also, ja? Aber sie behält da trotzdem ist das schön in der Schweiz, ein Bankraub, ne? Einfach ja, toll. Sie hat in der Schweiz gearbeitet und kehrt nach Jahren in Zürich, wo sie für eine Bank gearbeitet hat, wieder nach Bukarest zurück, wo sie für eine Bank arbeitet und die Bank wird ausgeraubt. Genau, und dieser Bankräuber, der taucht immer wieder auf. Immer mal wieder. Und versucht eine Bank zu rauben und er scheitert immer. Ja, genau. Ja, und der ist aber so traumatisiert, dass sie beurlaubt wird. Ja. Und dann geht sie durch Bukarest. Ja, sie ist nicht traumatisiert, aber sie muss beurlaubt werden. Ihr Chef ordnet es an und sie muss eine Psychologin besuchen zur besseren Verarbeitung ihrer Traumata.
Aber im Endeffekt geht sie die ganze Zeit durch Bukarest. Ja, sie hat viel Freizeit. Ja, aber das ist eigentlich die Verarbeitung. Ja. Das ist die Verarbeitung der Vergangenheit, der Gegenwart, ja. Und dann denkt man natürlich an die Zukunft. Ja. Also das ist eigentlich sehr, der Anfang, ja. Das ist eine gute Idee, so anzufangen, um ja. zu sagen, ich glaube, Sie werden sich natürlich auch selber dadurch etwas klarer, ne? was in Bukarest und was in Rumänien abgeht, oder? So ist es. Ich glaube, wenn man etwas verarbeiten will, dann tut man am besten spazieren gehen oder laufen. Gehen. Im Gehen denkt man dann besser, man bekommt den Kopf frei und sie geht durch Bukarest. Fährt und, manchmal. Auch. Ja, es fährt manchmal. Aber also offen. Sind unterschiedliche Geschwindigkeiten. Ja. Und sie erinnert sich an jeder Ecke an etwas. Und ich wollte eigentlich anhand der Stadt die Geschichte der Zeit erzählen. Also Bukarest ist wie ein Palimpsest. Man sieht in dieser Architektur der Stadt die Geschichte. Der Stadt. Ich habe auch einen Film gedreht. Ich bin durch eine Straße gefahren, durch die Siegesstraße, durch die Hauptstraße in Bukarest und habe die Häuser gezeigt und habe eigentlich die Geschichte der Architektur erzählt und eigentlich habe ich die Geschichte Rumäniens von der Unabhängigkeit bis heutzutage erzählt. Also man kann anhand der Räume, der Architektur, der Berge, die Geschichte der Menschen erzählen. Und das hat mich, das war auch ein Antrieb, um dieses Buch zu schreiben. Ich war in Zürich. Ich bin in Zürich umgezogen in ein Quartier, das genauso ausschaut wie mein Quartier in Bukarest. Und es heißt Hottingen und meine Freunde haben mich gefragt, ja, wie ist das, wie fühlst du dich in Hottingen? Und ich sage, es ist wie in Bukarest. Und sie können das nicht verstehen, wie in Bukarest. Und es ist tatsächlich so, ich fühle mich, es ist die gleiche Architektur da, die Anordnung der Straßen, die Bäume, die Vegetation. Und ich habe mir überlegt, was es eigentlich braucht, auf das man sich an einem Ort heimisch fühlt. Und was für Elemente eigentlich unsere emotionale Geografie festlegen. Ja, so ist das Buch entstanden. Und ich habe nach einer Geschichte gesucht, die mich diese Stadt so zeigen lässt, wie in ihrem Rhythmus. Also deswegen kommt dieser Bankräuber vor, weil er läuft und so. Und das ist dieses Staccato, diese Stadt, wie sind die Lichter, was hört man, was. Und in diesem Rennen des Bankräubers wird die Stadt in ihrem Rhythmus dargestellt. Also Rhythmus war mir auch wichtig. Der Rhythmus der Sprache muss auch ein Gefühl geben für den Rhythmus der Stadt, des Ortes. War ja nicht ganz so einfach, weil es sehr assoziativ auch ist, ne? Ja, ja, ja. Es ist so, wenn man spaziert an einem Ort, den man gut kennt und an dem man längere Zeit nicht war, erinnert man sich an jede Ecke an etwas. Und man vergleicht mit das, was man kennt und man fällt aus der Zeit. Und ja. Ja, lesen Sie uns ein Stückchen davon. Ja. Also das ist gleich nach dem Bankraub. Am Vormittag habe ich und der Freund von Victoria nutzt die Zeit und zieht bei ihr ein, um sie zu trösten. Am Vormittag habe ich wieder meine Eltern in Nizza angerufen. Das muss ich auch erzählen, es ist ein Traum vieler Menschen aus der Generation meiner Eltern, so nach Frankreich zu ziehen, nach Südfrankreich, nach Paris. Und die Eltern der Protagonistin sind nach Nizza ausgezogen. Am Vormittag habe ich wieder meine Eltern in Nizza angerufen. Sie haben Gäste und sind beschwipst. C'est notre fille qui est retournée à Bukarest, höre ich meinen Vater rufen. Ah, oh, kommentieren die Gäste. C'est romantique, ruft meine Mutter und die Gesellschaft lacht zustimmend. C'est romantique.
Ich habe zwar mitgelacht, kann mich aber an ihre laute Art nicht gewöhnen. In den langen Sommernächten meiner Kindheit, als wir im Seitengarten unter der Weinlaube Freunde empfingen, haben sie immer leise gesprochen und fast lautlos gelacht, so dass man wohl im ersten Stock dachte, wir würden schweigen oder es sei niemand da. Ein Spion konnte eine Herzattacke bekommen, wenn einer der Freunde auf den Siphongriff drückte, um sich den Gespritzten nachzufüllen. Damals war es nachts so dunkel, dass ich bei längerem Schweigen nicht wusste, ob ich noch unter der Laube war oder woanders, die Augen auf hatte oder zu, ob ich mich bewegte oder das nur vorhatte. Und es bedarf nur eines Geruchs, damit sich die Temperatur auf dem Weg merklich ändert, des Geruchs eines Fliederstrauchs. Und dann geht es hinab in eine Gasse, in die ich wohl nicht eingebogen wäre, wäre sie nicht Teil einer in Bukarest schon begangenen Anordnung von Straßen. Und ein Durchzug schiebt mich durch den langen Korridor von Memes geteilter Wohnung in Richtung des mit drei oder vier anderen Familien geteilten Bades, darin meine große Zinkwanne mit den Tatzenfüßen, in der ich um die Welt segle, an der Seite des glorreichen Kapitäns Botev. Endstation ist immer Bellevue und da sind wir uns immer einig. Schade, dass alles zu hat, sonst hätten wir noch ein Glas getrunken. Dankeschön. Etwas, ja, etwas zur Heimat. Also dieses Buch ist auch in rumänischer Übersetzung erschienen. Und bevor es gedruckt wurde, habe ich diese Passage auf Rumänisch bekommen, um sie auf ein Festival vorzulesen. Und ich habe sie ganz kurz vor dem Beginn bekommen und dann habe ich die Seite geöffnet und gelesen und so und mit den die Tür mit dem klebrigen Löwengriff, ein bestimmter Einfall des Mondlichts und eine kleine Diva, die pfeift mitten in der Nacht, statt ein kleiner Star. Und ich habe realisiert, ich dachte, es ist plötzlich ein ganz anderer Text geworden, sehr mondän und so, mit dieser Diva, die pfeift mitten in der Nacht und so, der Star. Und ich habe mir Rechenschaft gegeben, warum diese Übersetzung so war und weil mein Viertel so mondän geworden ist. Aber mein Viertel, also es ist, mein Viertel ist der, den ich als meiner bestimmt habe, oder? Ja. My Rosebud. Und so, niemand weiß, wie der war, was eigentlich meine Heimat ist, ja. Oder? Alle meinen ja, die Diva, die pfeift mitten in der Nacht. Ja. Das ist ein Roman, der schon einige, nicht einige Zeit, aber schon doch so ein paar, ein, zwei, drei Jahre ist das schon erschienen. Ja. Sie haben einen neuen geschrieben, der im nächsten Jahr rauskommt. Das ist Die Dame mit dem maghrebinischen Hündchen. Ja. Das ist eine Hommage an wen auch immer, oder? Sagen Sie es. An Tschechow. Ja. Okay. Sie kennen wahrscheinlich Die Dame mit dem Hündchen, diese Liebesgeschichte. Und ich wollte unbedingt eine Liebesgeschichte schreiben. Ich finde, man muss einmal so eine ganz einfache Geschichte schreiben. So mit Vorwärtsdrall nach vorne erzählen und auch sehr, ich will auch, ja, und ich will auch riskieren, wie Deborah gestern, mich hat der Text sehr, sehr, sehr bewegt, weil er sehr, sehr vieles riskiert hat, also sehr auf der Kante geschrieben war, ne? So, man denkt, ach, darf man das so sagen oder kann man noch über, also von Liebe reden heute, ohne es ironisch zu brechen, ohne Augenzwinker, ohne, kann man über bestimmte Sachen reden. Und ich finde, man kann, weil es ist eine Welt, die immer weniger sinnlich wird. Also die Sinnlichkeit, das ist ein großes Thema von mir, das kommt immer wieder so mein Diskurs, dass ich vermisse die Sinnlichkeit, also die verschwindet aus den Dingen. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute da bin und so sinnlich ein Glas Wein in der Hand halten werde und ganz sinnlich essen werde. Bis gleich. Danke. Ja, bis gleich. Danke. Ja, danke.
Wo wir schon mal zum Essen reden. Schönen guten Abend. Stefan Paul, herzlich Hallo. Willkommen. Sie haben ja schon einige Bücher geschrieben und veröffentlicht und auch Herausgeber von Büchern. Aber das heute Abend, das ist eigentlich so das erste Mal überhaupt, dass Sie einen Roman, also nicht das erste Mal, dass Sie einen Roman vorstellen, sondern das erste Mal, dass Sie überhaupt einen Roman geschrieben haben. Es ist ein Debüt, müsste man sagen. Es ist ein Debüt. Ich habe mich vorher in zwei Erzählbänden ausgetobt und erprobt, bevor ich mich auf die Langstrecke gewagt habe. Und da ist er, der große Glander. Der große Glander, ja, genau. Darin geht es um einen schüchternen Jungen, der aber eigentlich doch ziemlich genau weiß, was er will. Oder es ist so, er macht nicht das, was er soll unbedingt. Und er hat wunderbare Eltern. Ja. Der Vater ist Sägemühlenbesitzer. Mhm, ganz genau. Und als der Junge sagt, mit der Sägemühle das, ne, und mir die Hand möglicherweise und Daumen oder sonst was abschneiden, ist nicht, mache ich nicht. Ja. Und der Vater ist einverstanden. Ja. Das ist toll. Also die Mutter ist auch einverstanden. Ja. Es gibt noch eine Situation, als er dann größer wird, hat er eine Freundin und dann wollen die beiden was machen, was sie eigentlich, was ein bisschen aus dem Rahmen fällt und wollen aus einem alten Gebäude wollen die ein Kino machen. Ja, genau. Und das ist auch ein tolles. Und der Vater, und da sagt er, fragt ihr, da brauchen wir Geld für. Und er sagt sofort, ja, ist klar, dann erbt ihr jetzt schon. 8.000 Mark liegt da auf dem Tisch und dann machen die das. Also das ist so ein Buch, wo man eigentlich denkt, wo Menschen, bleibt denn da die Spannung? Wo bleibt denn da die Reibung? Nein, die ist ja da. Die ist ja da. Genau. Die ist ja in der Person angelegt. Und das ist eigentlich etwas, was dieses Buch für mich sehr ausmacht: diese Herzlichkeit, diese Zugewandtheit der Personen untereinander. Egal, wer es ist, sie sind alle zugewandt. Ja. Und wenn Sie beschreiben, wie Onkel Arturo, also der Bruder von der Mutter, mit der Ente ankommt. Und dem Jungen zur Konfirmation eine Musikkassette schenkt. Das ist ja schon ziemlich daneben, denkt man. Ne? Und dann sagt der Kleine, der Kleine ist ja gar nicht zur Konfirmation, 14, sagt, ich habe keinen Kassettenrekorder. Moment. Er macht die Ente hinten auf und es ist ein Riesending mit einer Decke. Und er sagt, ich schenke dir eine Decke, und dann macht er das auf und es ist also eine Anlage für LPs und so weiter. Also es ist alles irgendwie so auch wenn die pennen ja dann beide ein in der Ente und dann gibt es einen kleinen Unfall, von wegen Spannung, ne? Also Spannung ist drin. es ist wirklich... Man mag es kaum glauben, dass Leute so miteinander umgehen können, aber es gibt es. Und das ist das Tolle an der Geschichte. Also so beginnt das Buch auch. Ich erzähle da im Grunde eine glückliche Kindheit. Und die Probleme beginnen später im Leben. Und dieses Buch ist sicher ein kulinarisches geworden. Es geht sehr viel ums Kochen, wie viel Kunst steckt im Kochen oder ist es einfach nur ein dringlich zu erlernendes Handwerk? Was ich aber dazwischen erzähle und was mir selbst wichtig ist und vielleicht auch mit meiner Biografie zusammenhängt, ist die Freiheit, sich immer wieder neu erfinden zu können, erfinden zu dürfen. Dinge nicht hinzunehmen, sondern Dinge aktiv zu ändern. Und das macht die Hauptperson und viele Personen in diesem Roman ja beständig und auch ist eigentlich selten jemand das, was er auf den ersten Blick scheint. Ja, und sie gehen alle mit ihm sorgsam um und er geht mit den Personen, auch wenn es manchmal um ihn geht. Ja. Also der kriegt ein Stipendium, der will unbedingt Kunst machen und er kriegt ein Stipendium nach New York. Und das heißt, dass die Beziehung, die er da gerade hat, eigentlich zu vergessen ist. Ja. Aber es funktioniert, die ist damit einverstanden. Naja, also traurig ist es trotzdem, aber sie ist damit einverstanden. Und irgendwann treffen sie sich auch alle wieder. Und das ist wirklich das, ein schüchterner Mensch, der aber wirklich nur das macht, was ihn interessiert. Genau. Und er wird berühmt als Koch, nee, nicht als Koch, Quatsch, als Künstler und der Erfinder der Eat-Art-Kunst. Und
wie Sie das beschreiben, wie der so seine Vernissage macht und wie das alles und wie die Leute kommen und wie er dann zum ersten Mal sein Bild eigentlich verkaufen will. Und in dem Moment kommt sofort der Agent New Yorks an, der heißt auch noch Feininger, netterweise. Und der wollte das für $200 verkaufen und der Feininger kriegt, sagt, 40.000. So, ja, und dann hat er noch eine kleine, noch was dazu, 25.000. Also verdient $65.000, will aber davon nichts haben, aber später kriegt er eine Menge natürlich dadurch. Das, wenn ich das weiter erzählen darf, von wegen, der macht das, was er will, als ihm das Ganze über die Hutschnur geht, er sagt, was ist das für ein, das ist doch noch ein Event, warum soll ich das machen, hört er auf. Ja, und verschwindet. Ja. Das wäre der zweite Anfang der Geschichte, das oder? Das ist richtig, ja. Ja. Also die Geschichte geht über 40 Jahre, zieht sich diese Geschichte und es geht am Anfang eben um diesen verschwundenen Künstler und wir begleiten einen Kunstredakteur auf der Suche nach diesem verschwundenen Künstler, den glaubt er nämlich 12 Jahre nach dem Verschwinden in einem Restaurant entdeckt zu haben. Da beginnt der Roman, aber dann gibt es immer wieder Rückblenden, Erzählungen, Kindheits- und Jugendgeschichten und es setzt sich dann irgendwann so ein Mosaik zusammen und irgendwann treffen sie sich auch alle. Ja, die treffen sich alle, genau. Genau. Und dieser Redakteur, Herr Mönninghaus, wie er glaube ich heißt, ich muss das aber so erzählen. Also jedenfalls, Herr Mönninghaus sitzt mit seiner Frau, das ist da, wo er meint, da sitzt der große Glander, fällt ihm aber der Name nicht ein. Jedenfalls sitzt er mit der beim Abendessen und er ist nur am Motzen. Guck dir das mal an, da ist nichts auf dem Teller, da ist dieses, da ist jenes, da ist das. Und sie sagt immer, mein Süßer, und so weiter, lässt das dann zu. Und als er meint, er sieht den Glander da, oder das ist ein berühmter Mann, und der geht auf die Toilette, haut er einfach ab, folgt dem auf die Toilette. Aber er kann da nichts machen auf der Toilette, also er wartet, bis der dann irgendwie fertig ist und dann wollen sie sich gemeinsam die Hände waschen und er guckt so auf die Kiesel, die da so in diesem Becken sind und dann sagt der Typ, im Übrigen diese Kiesel, das sind die Seifen, damit können sie sich die Hände waschen. Und dann geht er zurück, setzt sich wieder an den Tisch, seine Frau nimmt das ohne weiteres hin, zum Schluss gibt's ein Taxi und er sagt, wo fahren wir denn hin? Und dann sagt sie, weißt du, wir sind jetzt seit über 20 Jahren verheiratet. Ich habe schon das Hotelzimmer bestellt. Und er hat so eine Lust auf sie, weil sie so unglaublich freundlich mit ihm umgeht. Ich finde, das ist eine tolle Szene. Das wünscht man sich. Und nicht, dass er, du hast dann Hochzeitstag vergessen, du Affe, und so weiter und so fort. Ihm ja während des Romans dann doch nochmal Zunge. Ja, das ist doch gut. Hat sich auch meine eigene Frau dann erkannt in der Rolle. Ja, aber ich meine, das sind alles solche Szenen, Vielleicht ist es, ich habe das noch nie so gesehen, aber es ist eben auch vielleicht eine Aufforderung, in wilden Zeiten freundlich miteinander umzugehen. Ja. Man kommt doch weiter. Man kommt weiter, genau. Es ist ja auch eine Kritik an der heutigen, wie man mit Medien umgeht, dass immer mehr reduziert wird. Ja. Der ist ja der Chef einer angesehenen Kunstzeitschrift gewesen. Ja. Der Verlag reduziert das. Sie sitzen, also zwei Redakteure gerade, die sitzen in einem Kabäuschen, wo sie beide eigentlich gar nicht mehr zusammensitzen können. Sie passen eigentlich kaum rein. Nee. Sie müssen immer so in ihre Stühle rutschen. Genau, das können sie deswegen mal im Mönninghaus, die Läden abgesägt hat, damit sie überhaupt rein können. Also es ist auch dies eine Kritik, aber ist wiederum so freundlich, dass man auch da ganz gut mit umgehen kann, dieser Hau da jetzt da drauf. Nein, es ist gar kein Hau draufhauen, sondern es ist einfach eine richtige Kritik. Ja. Mensch, lesen Sie ein Stück davon, oder? Das mache ich sehr gerne. Ein Teil des Romans spielt auch, oder ein großer Teil des Romans spielt in einem Restaurant. Und ich habe den großen Glander meinem Lehrherrn Albert Boulet gewidmet, bei dem ich das Kochhandwerk erlernt habe. Er ist vor ein paar Jahren viel zu früh verstorben. Ich habe ihm das Buch gewidmet, weil er war ein großartiger, feiner Mann, ein Intellektueller. Und für ihn war Kochen immer etwas, das dringlichst auch mit einem eigenen Stil, einer eigenen Haltung zu tun hat. Und er hat uns gefordert und gefördert und sein Geist weht durch die Seiten dieses Romanes und auch hier ist er jetzt ein bisschen verewiglicht. Albert Boulet war
halb Franzose, halb Schwabe eine tolle Mischung ist. Sagt auch gleich was auf Schwäbisch, daher die lange Herleitung. Die Tage und Wochen vergingen im Strom der Saison. Die Terrasse war eigentlich ständig bis auf den letzten Platz, gefüllt mit Touristen. Morgens schrieb der Alte mit Kreide die Namen der Gäste, Reservierungen und Tischnummern auf die schwarze Schiefertafel im Büro. Sie waren jeden Abend ausverkauft und jeder Tag der Woche fühlte sich gleich an. Oft vermochte Glander nicht zu sagen, welcher Wochentag war. Dienstags und freitags jedenfalls fuhr ein Laster der Firma Rangy auf den Hof, gefüllt mit Spezialitäten aus den Markthallen von Paris, quietschende Styroporboxen mit Seezunge, Lot und Loup de Mer, Lachs und Steinbutt unter Eis, Geflügel aus der Bresse und Käse aus der Auvergne und der Normandie, aus den französischen Alpen, aus Korsika, Sonnecter, Fum d'Ambert, Pont-l'Évêque et Poix, Tom de Chèvre und Brand d'Amour, ein Mantra, ein Lied, das der Alte jeden Abend sang. Es geht ja aber leider nur fast nichts über den Allgäuer Bergkäse, pflegte er genüsslich kauend zu sagen, wenn er den Käsewagen für den Abend bestückte. Auch das war Chefsache. Bei der Beschreibung von Speisen und Geschmäckern hilft oft nur die Assoziation, der Vergleich. Und den kann man nur ziehen, wenn man wenigstens ungefähr weiß, von was man spricht. Der Alte hob den Finger. Wenn du das Riechen nicht gelernt hast, bist du in der Küche blind. Dankeschön. Vielen Dank. Eins will ich doch noch wissen, wieso können Sie den Dialekt so gut, weil Sie da unten geboren sind, ne? Ich bin da unten geboren und ich war jetzt sehr lange und ausgiebig mit dem Roman auf Lesereise und hatte dann auch das Vergnügen, wieder in meine schwäbische Heimat zurückzukehren. Und es gibt in dem Buch eine Szene, da besucht der Mönninghaus, der Redakteur aus Hamburg, die urschwäbische allgäuerische Mutter auf dem Sägewerkshof. Und ich habe mir bei den Lesungen immer verkniffen, arg viel Dialekt zu sprechen. In Schwaben aber habe ich dann vorgewarnt, ich habe gesagt, liebes Publikum, es tut mir leid, ich lebe seit 20 Jahren in Hamburg, ich werde dennoch jetzt Schwäbisch schwätzen. Also es gab dann auch Szenenapplaus, aber später beim Wein gab es auch einen Anschiss, denn es wurde festgestellt, dass es zwar Schwäbisch war, aber kein Allgäuer Schwäbisch, sondern ein oberschwäbisches Schwäbisch. So sind die Schwaben, das sind sie, genau. Ja, das ist so ein Stichwort mit dem Wein. Also was ja dieses Buch noch ausmacht, ist, wenn von wegen, ihr Vorbild sagt, naja, also wenn man für diese ganzen Geschmacksrichtungen oder für die Geschmäcker überhaupt kein Wort hat, keinen Vergleich hat, dann kann es eigentlich vergessen. Das müssen Sie sich so eingeschrieben haben, dass jedes Gericht, was Sie da beschreiben, man wirklich meint zu schmecken, womit auch immer dann in dem Moment, aber man, das ist wirklich was Einzigartiges. Vielen Dank. Einer hat, bitte, aber es, wirklich, ging mir so, dachte ich, Mensch, ist keiner da, der jetzt kocht, scheiße. Einer hat mal, hat ein Gericht mit der Scholle oder so, oder mit der Seezunge nachgekocht und hat das alles gelobt. Hat gesagt, aber ein Wermutstropfen hat das. Dieser Fisch ist mit der teuerste. Es könnte fast auch ein Schwabe gewesen sein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, aber was ich wirklich sagen wollte, ist, es ist selten, dass ein Buch zwei Inhalte hat, die man auf verschiedene Art und Weise erfahren kann. Wir haben jetzt ein bisschen was von dem Inhalt gehört. Wenn Sie noch mehr vom Inhalt wissen wollen, müssen Sie nachher runtergehen zum Essen. Denn da sind Gerichte aus diesem Buch gekocht, die Sie dann essen können gleich. Also das ist schon selten, dass man sowas kann. Ein Buch inhaltlich und dann auch noch, wenn du kochst, hast du noch mehr erfahren. Also zwei Inhalte, zwei Ebenen hat. Das ist selten, das ist ganz toll. Und dass Sie das gemacht haben. Danke. Dank. Dankeschön, danke. Und guten Appetit. Danke. Thank you.